Hallo und willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Project Highrise. Ja, gerade ist es 1 Uhr in der Nacht. Und die letzte Aufnahmesession ist auch schon ein wenig her. Ich habe, glaube ich, mich um die ganzen Services hier umgekümmert. Aber ich meine, damit war ich soweit relativ durch eigentlich. Apartmentdienst in Handwerkerdienstleistungen. Für einfache Wartung im Haushalt. Klempner, Waschsalon, Hund ausführen, Reinigungsservice. Kindertagesstätte. Muss die auch unterirdisch platziert werden? Keine Ahnung. Muss ja irgendwo stehen. Naja. Jedenfalls hier fragen wir uns noch, was noch nicht nach eigentlich. Und deswegen ist das erstmal noch nicht so wichtig. Und hier oben müssen wir uns kümmern, genau. Hier brauchen wir noch einen Jurist mehr. Das sind dann hier die Anwaltskanzleien. Das sind die hier. Und zack. Ja, nur eigentlich würde schon wieder ein neues Stockwerk dran sein. Aber ich renoviere jetzt hier erstmal ein bisschen die Einheiten, weil sonst ziehen die Leute aus und das ist nicht gut. Hier sind die unzufrieden. Und die sind auch unzufrieden, weil die haben kein Telefon. Und Telefon ist ziemlich wichtig für so eine Anwaltskanzlei. Vor allem zu einer Zeit, wo es noch kein Internet so wirklich gab. Oder naja, vielleicht ein bisschen. Das Abendessen war echt lecker, das ist toll. Duartes Heimunterhaltung. Der qualmt irgendwie nicht, der Aufzug. Aber naja. Die sind auch ein bisschen runtergekommen, das ist nicht toll. Und das sehen die Leute auch, dann essen die da wahrscheinlich so viel und dann, ne? Und deswegen aber ein bisschen Geld da rein investieren, aber jetzt sieht eigentlich erstmal alles wieder relativ neu und schick aus. Die auch nicht so ganz so neu und schick. Das ändert sich jetzt aber. Und jetzt können wir mit dem neuen Stockwerk anfangen. Stockwerk Nummer 13, das bringt Unglück. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen Stockwerk Nummer 13 gibt es in vielen Hochhäusern in Amerika übrigens nicht. Und auch amerikanische Airlines haben auch oft keine Sitzreihe 13. Genau aus diesem Grund, weil das bringt Unglück. Die Tonne in einzelnen Zahlen. Und wenn man ein Stockwerk anders benennt, ist es auch nicht mehr das 13. Stockwerk, sondern es ist immer das 14. Weil das gibt es einfach nicht. Es gibt halt kein 13. Stockwerk, dann. Nee. Nee. Gut, jetzt wollte ich mich gerade darüber aufregen, dass kein Geld mehr, aber jetzt ist schon wieder Mitternacht, das heißt, es gibt wieder Geld. Weil hier muss man auch wieder was reparieren. Und wo war noch was? Genau hier, hier ist ordentlich runtergekommen, aber da. Ja, aber das gefällt dir nicht, wenn es da runtergekommen ist, weil die einfach. Weil wir uns darum kümmern müssen. Stellt euch mal vor, ihr mietet irgendwo eine Wohnung und dann. Oder eine Wohnung oder ein Büro oder irgendwas, und da muss sich dann der das halt vorhält, der Vermieter, sich darum kümmern, dass es schön aussieht. Ist ja nicht wirklich so eigentlich. Ein erweiterter Fahraufzug, den ich im Erdgeschoss losfahren muss. Ich wusste gar nicht, dass ich im Erdgeschoss losfahren müsste, aber es sieht nur noch aus, ja. Naja, ich glaube, es ist für irgendwas vielleicht dann ganz mal nützlich, aber aktuell nicht so. Transit, sowas wäre eigentlich auch mal cool. Aber das können wir noch nicht bauen. Jetzt müssen wir erst wieder ein paar Büros bauen. Nicht Wohnungen, Büros. Und zwar mittelgroße Büros. Zip, 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 zip. Dann noch kurz fertig. Danke. Oder jetzt hätte ich noch hier den Anschluss liegen. Einmal hier drüben Verteilerschränke und einmal Installationssysteme. So, jetzt brauchen wir Fachärzte. Ich mache erstmal bei den Finanzfachleuten weiter. Als mögliches Finanzbüros. Ja, Strom und Telefon brauchen wir halt gleich noch. Aber das soll jetzt nicht so das Riesenproblem sein, da Strom und Telefon vorbeizulegen. Und ja, schon wieder Zeit für das nächste neue Stockwerk. Also wir wachsen gerade in die Höhe und das ist richtig hart. Ich weiß, da drüben ist gerade immer noch so ein bisschen frei, aber da passt ja gerade nicht wirklich was rein, was wir wirklich benötigen würden. Deswegen, ich baue es halt einfach schon mal hin. Tut ja soweit erstmal nicht weh. Ich habe schon wieder kein Geld, dafür ist aber gleich wieder der Tag rum.
Which is nice. Okay. Ich hab gesagt, der Tag ist gleich rum, also sei rum endlich. Tag, Mann. Naja. 2600 machen wir gerade am Tag. Ja, geht eigentlich auch voll in Ordnung. Und dafür ist noch das Zeug für die Fachärzte. Und wir sollten jetzt, denke ich mal, schon ein bisschen Reiner wieder haben. Obwohl, naja, Einnahmen und Ausgaben steigen gerade gleichmäßig an. Also. Eigentlich sind die Gesamtausgaben auch etwas niedriger als die Gesamteinnahmen, aber irgendwie wollen wir trotzdem Geld. Eigentlich könnt ihr noch ein Stockwerk oben drauf direkt. Das brauchen wir sowieso dann direkt, deswegen mache ich das auch mal direkt. Dahin, so. Dann können wir da Verteilerschränke hin und Isolationssysteme kommen wir dann auch hin. Ja, noch Telefonleitungen, wir können schon auch noch hin. So, jetzt haben wir jetzt nicht mehr so viel Geld, aber die jetzt ehrlich gesagt auch nicht so hart. Jetzt räumt mal eure Lampe da weg. Die ist im Weg, Mensch. Da brauchen wir neue Bauleute, aber das kostet ja auch noch Geld im Endeffekt. Und da können wir ein bisschen warten. So, jetzt kommen hier Arztpraxen rein. Drogerie brauchen die eine. Die Frage ist, was Johannes jetzt könnte, aber jetzt noch aufnehmen wollen. Ich kann aber gerade nicht. Ich hoffe, jetzt ruft er nicht gleich an. Warum hier ich online? Das ist etwas unprofessionell. Naja, ich gucke jetzt mal nach einer Drogerie. Vielleicht gibt es hier sowas, glaube ich, nicht schon fast. Jetzt hätte ich schon Space Invest gestartet. Schreib mal kurz an. Nehme gerade noch 10 Min auf danach. So. Kurz habt ihr gesehen, wie wir uns zum Aufnehmen verabredet haben. Oh Gott. Ne, eine Drogerie gibt es hier nicht. Das war mir schon irgendwie fast schon klar. Die Frage ist nur, ob es hier eine Drogerie gibt. Wahrscheinlich hier beim Einzelhandel. Würde ich jetzt mal so vermuten, ne? Nehmen jetzt hier aber mal ein kleines Geschäft eher. Das passt vielleicht besser rein. Oder ich brauche eine unterirdischen Geschäfte, aber das gefällt mir nicht, weil da kaum Leute vorbeikommen. Dann baue ich hier mal eine Drogerie hin. Drogerien. Lagerraum. Die brauchen alle noch einen freien Lagerplatz, einen Keller. Fragst, ob es 10 gab. Hier gab es 10, genau. Bietet 4 Lagerbereiche. Ich weiß nicht, was der gleich noch alles hier braucht für Zeug. Ich nehme ja mal an, der braucht noch Strom. Oder? Nee, der braucht anscheinend nichts. Nix braucht der anscheinend. Nee, noch beschwert er sich nicht, also ist noch alles im grünen Bereich. Also wieder neue Cash reingekommen, das ist nice. Drogerien, Zentralapotheke. Ja, das sieht gleich am besten aus. Benötigt natürlich Strom und Telefon wieder. Strom, Telefon schon alles verlegt gehabt, gut. Dann Arztpraxen. Bam. Bam. Und dann müssen wir noch eine bauen. Dann haben wir schon mal wieder was geschafft, auf jeden Fall. Und bam, die brauchen noch einen Wasseranschluss, sehe ich gerade. Aber den sollen sie kriegen, wenn sie ihn wollen, ne? Oh, denen da fehlt Strom. Wir haben nicht mehr genug Strom hier parat. Ich will so ein großes Ding ganz gerne bauen, aber das kann ich mir eigentlich leisten. Deswegen muss ich jetzt ein kleines auch erhalten. Ein Auftrag, Diversifikation der Industrie abgeschlossen. 3000 hat's gekriegt. Mal schauen, was jetzt so einträgliche Einnahmen. Wenn sie pro Tag 5000 Einnahmen schaffen können. Wäre ja, das ist eine große Hilfe. Oder Büromenschen. Lassen Sie 50 Büroangestellte in Ihrem Büro arbeiten. Ich nehme erstmal das hier, das sieht irgendwie lukrativer aus. So, jetzt habe ich schon 3000 gekriegt, das heißt, wir haben jetzt 8000 erstmal wieder zur Verfügung. So, da können Sie jetzt noch mit dem Strom ein bisschen.
Und aber ich glaube, das Glücksspiel, um das wieder ein bisschen anzubauen. Ich hätte jetzt wieder Lust, eigentlich ganz ehrlich, so ein bisschen Apartment-Dings zu bauen. Hier sowas, ein Kunsthändler. Das wäre natürlich auch nice. Dann bauen wir nochmal einen Kunsthändler. Wenn wir denn können. Können wir aktuell allerdings noch nicht, weil wir noch nicht weit genug gebaut haben. Aber naja. Aber das war tatsächlich eine ziemlich coole Sache, so ein Kunsthändler, glaube ich. Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken, wie der aussieht. Also, Kunsthändler. Aber ich muss jetzt erstmal ganz wichtig, bevor ich das vergesse, mich um das hier kümmern. Der scheint gerade auch keinen Mangel zu haben. Oh, ein großes Restaurant. Das ist natürlich auch eine coole Geschichte, ne? Das heißt ja nochmal so eine Restaurantmeile darüber dann erst und die Apartments. Ja, wäre vielleicht. Ah, ich habe mehr Bock auf so ein großes Restaurant. Dann bauen wir das erstmal. Dann bauen wir erstmal ein großes Restaurant da oben hin. Mal gucken, was wir da noch hinkriegen können. Geschäft? Nee. Luxusgeschäft. Brauchen mehr Ansehen, ne? Noch so ein normales Geschäft können wir hier hinsitzen. Vielleicht so ein Wein- und Spirituosenladen. Blumen vom Herbst sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Da brauchen wir noch Strom. Kriegen wir hin. Und dann kommt hier oben so ein großes Restaurant rein. Es gibt so eine Sportsbar, italienisches Restaurant, mexikanisch, Brunch. Familien. Ich guck mal, was am meisten Geld bringt. Hier Brunch, das hier bringt am meisten Geld. Strom, Wasser, Gas. Sollten wir hinkriegen. Strom liegt ja schon da. Dann auch ein bisschen Wasser, noch ein bisschen Gas. Ich brauche schon mal Gasleitung verlegt. Ne, sieht dies wieder noch aus. Also habe ich jetzt noch nichts für Gas gebraucht. Brauche vielleicht noch eine Gasanlage im Keller. Aber sieht so aus, als hätten wir schon eine im Keller stehen. Dann passt das ja auch. Hier Tamtam haben wir gerade einiges. Ne, Einfluss ist das, ja. Kunstgalerien, das haben wir. Nee, können wir. Jetzt haben wir Kunstgalerien. Okay. Das sieht schon mal nice aus. Das ist so ein großes Restaurant-Ding, ne? Kann man mal machen, auf jeden Fall. Tamtam haben wir gerade hier einiges. Können wir hier mal Handel und Gastronomie mal ein bisschen Tamtam verursachen? Okay, hier können wir schon so ein großes Apartment bauen. Ist mir unheimlich, für welches winzige Studio-Apartment, okay. Sind wir jetzt echt schon im Aussichtsbereich drin, im Ausblickbereich? Ja, wir kommen jetzt echt langsam in den guten Ausblickbereich. Das ist natürlich gut, weil das freut natürlich dann auch wieder die Leute, die hier wohnen wollen. Und die Leute wollen jetzt hier gleich wohnen, weil es kommt eine Wohnetage um drauf. Meine Essen haben die dann auch gleich direkt, wenn sie das wollen. Hier unten. Direkt. Die Etage braucht einen Abfallbehälter. Dann soll die Etage einen Abfallbehälter bekommen. Und hier, die braucht nichts. Jetzt wäre es noch interessant, weil die dort je nach Verkehr. Alter, das ist natürlich hier ordentlich, hier ist überall ordentlich Verkehr, ne? Vor allen Dingen unten ist richtig was los. Ist ja schon richtig verschimmelt alles und verranzt. Das ist natürlich. Oh. Komm, ich kriege meine Tastatur nicht voran. Ich
konnte mich gerade nicht mit WASD fortbewegen, das ist blöd. Aber jetzt geht's wieder. So, wir können jetzt hier Büroberater bauen, Politik. Gott, jetzt komme ich für die ganzen geilen Sachen, die ich haben will, dabei will ich. Ach, komm. Ich habe natürlich kein Geld mehr für irgendwelche krassen Wohnungen, ne? Verkehrsmittel. So. Das kostet natürlich alles noch ein Geld. Ja, gut, jetzt können wir noch ein Büro hinsetzen oder sowas. Nein. Das kann so direkt wieder weg. Das kann auch so direkt eigentlich fast schon wieder weg. Das lasse ich jetzt einfach so da stehen. So. Zwei Türen direkt nebeneinander. Ist geil. Genau, jetzt können wir die Installationssystem und alles sehen. Verteilerschränke. Da freut man sich einmal, dass was ordentlich dort reinpasst. Dann passt natürlich ordentlich nicht rein. Wir passen hier schon mal zwei kleine Büros hin. Die brauchen ein bisschen Strom. Und dann sind die auch wieder zufrieden. Hier unten mal ein bisschen Budenschwung. Und dann kommt hier oben eine neue Etage drüber. Sehe ich hier aus, wir haben gerade keine Darlehen mehr am Laufen, oder? Nee. Okay. Wir haben jetzt natürlich gerade wieder ordentlich Geld, deswegen mache ich da gleich mal zwei oben drauf. Deswegen wird mir dort schon wieder alles markiert, ich kann schon wieder alles kaufen, so nach dem Motto. Aber ich will noch nicht mehr alles kaufen, sondern ich möchte jetzt immer solche Dinge hinsetzen. Einmal so und einmal so. Weil ich denke mal, es wird auch schon mal ordentlich Mieteinnahmen wieder bringen. Die Frage, was brauchen wir für eine Etage? Aber das sehen wir dann erst, wenn wir das gebaut haben, so wie es aussieht. Okay, aber danach muss ich auch schon die Folge leider beenden, nachdem wir die beiden Dinger hingesetzt haben. Oder am Ende dieses Tages wahrscheinlich, weil ihr seht schon die ganze Zeit, und Mr. Voljo spielt Space Engineers. Oder Space Engineers spielt Mr. Voljo. Ne, ist ja beides echt korrekt, aber ne. So. Könnt ihr mal bitte wenigstens erstmal eine Etage fertig machen, dann statt ihr da hier drüben so einzelne Dinger noch so freizulassen. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. The fuck, der kommt da runter, sägt eins weiter und ja. Ich stelle mir lieber keine Fragen. Jetzt, die sägt das ein Ding und jetzt geht die wieder nach oben und sägt da wieder ein Ding. Und zieht jetzt weiter. Jetzt machen die da oben alles fertig. Ich komme nicht drauf klar gerade. Naja. Könnte sich auch dahin bauen, aber ich will es ja nicht haben. Ich will es. So, dahin haben. Wisst ihr was? Wir lassen es erstmal mit den Wohnungen. Was jetzt hier reinkommt, ist, das ist viel zu teuer. Was hier reinkommt, ist noch ein großes Restaurant mit dann einem Abfallkübel gleich noch und hier oben kommen noch ein paar Mittelgroßbüros rein. Das ist das Gesündeste für uns alle, glaube ich. Die brauchen noch so einen Abfalleimer. Und hier geht auch eine Sportsbar rein. Oh, potente Getränke. Achievement. Komm, hier kommt eine Arztpraxis. Aber die brauchen noch einen Wasseranschluss. Das ist immer so teuer. Und hier Strom und Telefon dann einfach verlegen. Die brauchen dann noch Gas. Die brauchen alles wahrscheinlich. Strom. Brauchen die noch Wasser?
Brauchen ja noch Kabel-TV. Brauchen ja noch mehr Kabel-TV-Anschluss. Leistung. Schnell, wir brauchen mehr Kabelleistung. Kabel-TV. Brauchen mehr TV-Anschlüsse. So. Jetzt haben wir mehr TV-Anschlüsse. Alter, uns ist schon einiges los, ne? Diese Reparatur. Okay, eigentlich wollte ich ja nach dem letzten Tag schon aufhören, gut, jetzt bringen wir das wieder alles bis der Vordermann hier. Und gebe mehrere tausend aus. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, so ist ja nicht. Ich frage mich, was hier dieser Hausmeisterdienst eigentlich macht. Reinigt des Nachts Büros. Eigentlich müsste es eben seine Aufgabe sein, diese ganzen Büros zu reinigen, nachdem ich es so verstehe, aber so genau kann ich es auch nicht sagen. Eigentlich können hier noch überall so kleine Büros mit rein. Ah, das will ich nochmal gucken. Aber das gucken wir nicht heute, sondern das gucken wir in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist ja schon fast vorbei. Zeigt die Dimensionsstatistiken. Wir haben 793 Fliesen aktuell und maximal 3500. Was ist das denn irgendwann eine Gesamtgröße? Naja. Maximal 40 Etagen. Okay. Kann das nicht unendlich groß sein? Oh, schade. Naja. Jedenfalls, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, macht's gut, seid tuned. Euer Lukas.